Dann ein bisschen neu. Sodass es so aussieht, als ob der fehlende Kabelkontakt in einer Kiste zu finden ist, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach im Kontaktbereich Ost befindet. Nur damit ist es möglich. Wie sind die darauf gekommen? Wie kommt man darauf? Ah, ich glaube, der fehlende Kabelkontakt, der befindet sich wahrscheinlich in einer Kiste im Kontaktbereich Ost. Okay, stand vielleicht auch irgendwo aber das, die haben wir ja, ne? Das können wir eigentlich auch ablegen. Wie sieht's hiermit aus? Ernsthaftes Problemchen, die ganze ein bisschen Schlaf. Okay. Das war der, ne? Ja. Ablegen. 82 AA. Die Anlage stoppen. Es kommt 11 Energiestationen. 6 negative. Das behalten wir mal. Nicht, dass ich die Zahlen wieder vergesse. Verzweifelt, nur noch Altruismus. Es ist nur zu hoffen, dass wir lebendig hier rauskommen und all dem zu berichten. Okay, das kennen wir auch. Jetzt haben wir hier ein Lager erstellt und es geht weiter. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch kommen kann. Gefühlt. Okay. Bevor wir jetzt da runtergehen, ich würde behaupten, da ist nur noch eine Energiestation. Also vielleicht noch ein paar mehr Räume. Aber das endet bei einer Energiestation und ansonsten ist es eine Sackgasse. Ach Mann. Mann, Leute. Also das macht echt keinen Spaß. Also das muss ich echt sehr kritisieren an diesem Spiel, dass die einfach mit den Augen so übertreiben. Also die bauen, wie sagt man, die machen das Spiel schwierig allein durch die Augen. Ja? Können jetzt abwarten, dass sie davon alleine sterben. Aber wenn die weiter so langsam sich bewegen, ich meine, auf höchster Geschwindigkeitsstufe sind die gerade. Vielleicht ist es jetzt tatsächlich mal wieder Zeit für eine Knolle. Bewegt mich hier ganz langsam durch. So. Einfach mal rein. Schießen trifft immer den richtigen. Geschafft. Endlich. So, und okay. Nochmal meine Vermutung. Ich glaube, wir haben, also wir haben ja jetzt alle Schlüssel, 1 bis 15. Wir haben schon gesehen, wo es so in diesen, das hieß der dunkle Grenzbezirk D1 oder so. Ich habe das Gefühl, da spielt sich irgendwo das Ende des Spiels ab. Und das Einzige, was ich jetzt hier dann noch sinnvollerweise erwarten würde, wäre eine weitere Energiestation.
Ah, der Kreis schließt sich. Okay. Okay, hier ist auch eine Energiestation. Ich hatte recht. Aber es ist. Ich dachte, es wäre eine Sackgasse. Ich habe wieder nicht. Da ist wieder die räumliche Vorstellungskraft. Hat wieder nicht ganz mitgemacht. Kennen wir jetzt alle Räume des Spiels? Oder so gut wie? Naja, hier müssen wir uns jetzt einmal durchkämpfen, ne? Das wird ganz schön heftig wahrscheinlich. Okay, wir haben noch genug. Kommen wir eigentlich ganz gut durch, ne? So. Ja, diese Androiden kommen halt nie raus. Die brauchen so ewig lange. Das macht das Ganze irgendwie sehr einfach. Gibt es so eine zweite Schleuder? Okay, haben wir den Raum eigentlich ganz, ganz vorsichtig, ja, gemeistert, ne? Jetzt sind wir wieder hier. Ja, mit Schlüssel 14 ist das alles kein Problem mehr. Dann können wir hier eigentlich diesen Kabelkontakt da mal einsetzen. Und mal gucken, was der bringt. Hier ist nochmal eine Schleuder. Sind hier so viele Schleudern? Ich gehe erstmal nur. Ich gehe erstmal nur hier lang. Ach Mann. Speichern wir nochmal. Keine Ahnung. 65? Passt. Okay, es wäre 63 gewesen. Okay, wenn wir jetzt hier den fehlenden Kontakt einsetzen. Das ist die Kiste. Nee, das ist eine Spinne. Dann passiert nichts. Ist es überhaupt? Ist es überhaupt relevant? Der, ne? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Aber ist ja auch egal. Wir haben jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Energiestationen wir jetzt ausgeschaltet haben. Aber ich glaube, wir haben immer die richtigen ausgeschaltet bisher. Gehen wir mal wieder hier durch. Und müssen wir jetzt hin? Wir müssen eigentlich jetzt wieder zum.
Ich würde jetzt mal Richtung Grenzbezirk gehen, oder? Ach nee, komm. Machen wir das? So machen wir das. Wenn wir dann Richtung Grenzbezirk gehen, dann, also okay, gucken wir erst noch mal, ob der immer noch sagt, wir wären nicht reif genug für diesen Grenzbezirk. Dafür müssen wir da jetzt erstmal hinlaufen, ne? Ich glaube, das mache ich noch, bevor ich dann die Aufnahme unterbreche. Jetzt geht's ja relativ gut hier. Zwei Säuren und drei Verdoppler haben wir noch. Bisschen Essen. Verdoppler noch mitnehmen. Okay, wie ging der Weg jetzt hier? Jetzt muss man was hier? Ach Mist, das war ein Schuss zu viel. Ja, hier war der richtige Weg. Ich finde die Säuren, die in Robot 1, vor allem in Robot 1, glaube ich, du hättest hier eine bestimmte Kiste gut gebrauchen können, die entweder noch nicht gefunden oder leider was zu voreilig ausgepackt hast. Wieso denn hier jetzt? Soll man hier die mit dem Kabel irgendwie benutzen? Also hier gibt es ja viele Kabel, ja, aber ich ignoriere die erstmal. Was für eine Kiste denn? Weil die mit der Spinne, die habe ich ja auch ausgepackt, aber was soll die Spinne mir hier helfen? Ich weiß nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Aber ist ja egal. So, wir kommen hier eigentlich problemlos durch den Raum durch. Blau machen wir gerade nicht. Aber naja. Platz der vielen Wege. Ich glaube, das ging hier relativ leicht, wenn man einfach man hier unten lang geht. Hier müssen wir jetzt einmal schießen, ne? Ja, es gibt immer, also keine Ahnung, ist das Spiel lösbar ohne
dass man Kabel, ja, wie sagt man, diese Stromdinger, Dinger, wo Strom rauskommt, dass man die, also ist es möglich, dass man das Spiel durchspielt, ohne jemals ein so ein Ding abzuschießen. Ich habe das Gefühl, da in diesem, wie ist das, Kontaktbereich, ich habe das Gefühl, da ging es nicht anders, oder? Okay, ich bin jetzt gespannt. Der dunkle Grenzbezirk D1. Halt! Warst du etwa noch nicht bei der Energiestation unterhalb der Halle, unterhalb der Halle der vielen Segmente? Solange du dann von dort nicht etwas Bestimmtes mitbringst, wirst du hier nicht sehr weit kommen. Cool, das ist mal ein überraschend konkreter Hinweis. Halle der vielen Segmente, da war ich. Die haben die Spirale, hieß das, oder? Da waren wir doch eben. Ah, die Energiestation haben wir natürlich noch nicht abgeschaltet. Von dort nicht etwas Bestimmtes mitbringst, wirst du hier nicht sehr weit kommen. Da wir da eben waren. Oder Kontaktbereich West. Das war nach der Energiestation, oder? Ja. Sollen wir von hier irgendwas mitbringen? Was gibt's denn hier noch? Na, wir können die Energiestation abschalten, ne? Aber... ansonsten weiß ich nicht, was wir hier mitbringen sollen. Okay, gucken wir uns einmal die Kombination an. Das ist die Kombination für die Tür da. Das war BADC. Die haben wir nicht. Immer noch nicht. Ja. Das heißt, wie kriegen wir am schnellsten BADC, ist jetzt die Frage. Gibt's vielleicht in der Halle hier, so in der, hier, Computer, haben wir hier, haben wir alles da, ah, hier gibt's auch noch eine Energiestation unterirdisch, ne? Gehen wir doch mal hier durch. Sind die noch von uns? Die Spinnen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich hoffe, sie sind von uns. Computer ist da. BA, Message 7 BADC. Okay. Da links ist das ein Teleporter. Ne, ich glaube, das dachte ich beim letzten Mal auch, aber es war keiner. Ne? Komisch. Hier nochmal gucken. Energiestation in der Tiefebene. Sind das ein oder sind das zwei? Ich weiß es nicht. Aber... oh, was ist... ich sehe oben links einen Gegenstand. Zwischen dem Leben und dem Roboter. Da ist ein interessanter Gegenstand. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das ein Typ? Aber ein sehr komisch geformter Typ. Ja, hier möchte ich wahrscheinlich schnell wieder raus. Oder so. Geht auch.
Jetzt können wir uns eigentlich hier um die Energiestation kümmern, ne? Wir müssen die mal ausprobieren. Wir müssen ausprobieren, was dann passiert, wenn wir die hier machen. Und wir müssen natürlich erstmal CDAC. Ups. CDAC und auch CCBB. Und ich schaue mal die hier kurz an. Daraus folgt, dass man Schiebetür. Ah, das war das. Okay. Das haben wir ja schon. Davon machen wir schon die ganze Zeit Gebrauch. Okay, dann. Ich würde sagen, ich mache jetzt kurz eine Aufnahmepause. Und dann. Was ist das jetzt? 66 oder so, ja. Und dann spielen wir beim nächsten Mal weiter. Also dann bis zur nächsten Folge.